Kann leider gerade gar nichts sagen. Prost. Prost. Ja, schön, dass wir uns hier getroffen haben, liebe Marita. Total, danke dir. Fast ganz spontan. Ne? Wir haben, wann war das? Irgendwann Anfang der Woche? Nee, vorige Woche haben wir uns überlegt, ne, dass wir einmal zusammen live gehen. Und also dann stell du dich erstmal vor. Wir sind ja hier auf meiner Seite und auf meinem Kanal. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die meisten mich erkennen, aber dich vielleicht nicht so. Also sag doch Ja, mal ein paar Worte zu dir. voll gerne, bitte. Wir kennen uns ja eigentlich über die GfK-Schiene, ne? Wir waren zusammen beim GfK-Kongress und ja, sind einfach so als Trainer miteinander verbunden. Und ich habe ja, du bist ja so für die Eltern an sich da, ne? Mit den Leuchtturmeltern. Und ich habe nochmal eine kleinere Nische mir ausgesucht. Ich bin vor allem für die Patchwork-Familien da. Und da vor allem für die Bonuseltern oder früher sagte man wohl Stiefmutter, ist ja ein nicht so schöner Begriff. Also die, die einen Partner haben, der schon ein Kind hat. So, und genau. Und für diese Menschen da draußen, die haben ja super viele Herausforderungen, teilweise mit ihren eigenen Kindern, teilweise noch mit den Kindern des Partners, mit dem Partner, mit Ex-Partnern. Also so eine Patchwork-Familie wird ja total schnell ziemlich groß auch. Und genau, da ja, unterstütze ich dann total gerne. Ich habe ein Buch geschrieben dieses Jahr, das heißt Patchwork Power. Und genau, das ist auch so mein Angebot, mit dem ich so rausgehe und was ich einfach gern in die Welt bringen möchte und in die Patchwork-Familien, um die zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich irgendwie den Ton doppelt hatte. Musste ich mal kurz beheben. Jetzt, es ist nämlich tatsächlich meine Premiere. Ich bin noch nie via Zoom auf Facebook Live gegangen. Ja, ich Also bin ich sehr war geehrt, dass ich dich dabei begleiten darf. ja, du hast mich sozusagen ins kalte Wasser geschubst, könnte man sagen. Das muss manchmal Weil, sein. genau, weil das ja deine Idee war. Du hast ja gesagt, lass uns doch ein Facebook Live machen. Und ich war so, Und dann dachte ich, naja, warum eigentlich nicht? Also, na, einfach mal machen. Auf Insta waren wir Genau. schon live. Das war übrigens mein erstes Insta-Live mit Ah, dir. da sieht Ja. man, haben wir uns gegenseitig aus unseren Komfortzonen geschubst. Genau. Ja, die Sarah schaut zu. Hallo Sarah, das ist doch schon mal schön, dass wir ein bisschen Interaktion haben. Super. Genau, wir haben uns ja auch ein Thema überlegt für heute Abend. Wir wollten über das Thema sprechen, wer die Schuld hat, hat die Macht. Den Satz Ja. hast du auch eingebracht und mitgebracht und ich habe da jetzt die letzten Total. Tage mal ziemlich drauf rumgekaut, habe da auch direkt das im Newsletter verwendet, also am Sonntag im Newsletter wird da auch was zuzulesen sein. Und jetzt würde mich aber mal interessieren, wie siehst du diesen Satz im Zusammenhang jetzt auch mit deinem speziellen Thema Patchwork? Ja, also das ist ja, du hast eigentlich angefangen mit dem Thema Selbstwirksamkeit und ich finde, das dockt da halt total an, weil wir sind einfach alle, also wir Menschen, ne, sind so darauf getrimmt, irgendwie immer in Schuld zu denken, Schuldzuweisung. Wenn der andere sich ändern würde, dann ginge es mir doch gut. Oder wenn das Kind doch nicht sich immer so und so verhalten würde, dann wäre das doch so entspannt für mich als Elternteil. Ja, das heißt, wir sind immer so bei dem anderen. Ja, und ich habe ja schon gerade gesagt, Patchwork wird ja ziemlich schnell ziemlich groß. Das heißt, da gibt es Potenzial für sehr viel Schuld. Also entweder der Partner ist schuld, weil der nicht endlich mal durchgreift und mal Tacheles redet und mal sagt, was eigentlich, ne, Sache ist. Oder das Kind ist schuld, ja, also alles in Anführungsstrichen, ich sehe es nicht so, aber das sind so gängige Gedanken, ne? Das Kind ist schuld, weil es nicht richtig erzogen ist, weil es sich nicht ordentlich verhält, weil es bla irgendwas macht, was mir gerade nicht gefällt. Ja. Und auch im Patchwork nochmal besonders so, die Ex ist schuld, also praktisch die Kindsmutter, ne? Aus Sicht der Stiefmutter wäre das praktisch die, weil die hat sowieso alles falsch gemacht. Genau. Und das funktioniert andersrum auch. Also die leibliche Mutter hat dann gern die Stiefmutter als Schuldige. Also so ein bisschen dieses Sündenbock, ne? Wenn die anderen sich endlich mal anders verhalten würden. Und das Fatale daran ist ja, wenn wir in dieser Schuld stecken bleiben, dann verändert sich gar nichts. Weil das nämlich genau das Gegenteil von dieser Selbstwirksamkeit ist. Weil dafür muss ich erstmal bei mir selber ankommen und mal sagen, okay, aber was kann ich denn machen? Und
auch nicht mir selbst die Schuld für alles geben, weil wenn ich da nämlich auch drin stecke in dem, ach, und ich bin schuld und ich kann das nicht und ich kriege das nicht hin, dann verändert sich auch nichts. Ja? Das heißt, da dockt dieses Schulddenken total an diese Selbstwirksamkeit an, die dann halt überhaupt gar nicht erfüllt ist. Ne? Ja, das ist ja auch, also wir sagen ja auch in der GfK, dass die Schuld lähmt und dass die Verbindung ja auch trennt. Ne? Sie kappt ja die Verbindung zu mir selbst, aber auch zu den anderen. Und dadurch kann ich dann ja gar nicht mehr in meine Selbstwirksamkeit kommen. Total, total. Ja. Und das ist nämlich so auch dieser zweite Teil, weil es ist zwar auch irgendwie bequem, ja, wir haben ja auch gerade von Komfortzone geredet. Es ist natürlich total bequem zu sagen, ach, ich kann gar nichts machen und die anderen sind schuld, ja, weil ich mich dann nämlich genau nicht da rausbewegen muss und mir mal überlegen muss, was kann ich denn machen? Und zwar nicht in diesem, ich sage immer gern, dieses Hamsterrad, ne, wo man rödelt und macht und tut, aber sich eigentlich gar nichts verändert. Und gleichzeitig gebe ich damit ja komplett die Kontrolle ab, also komplett die Macht. Ja? In dem Moment, wo ich sage, ja, ich kann ja eh nichts tun, bin ich halt einfach hilflos. Ja, deswegen heißt es ja auch Selbstermächtigung, ne, weil ich mir die Macht ja im Grunde dann wieder zurücknehme, dadurch, dass ich dann auch ja, überhaupt aktiv werden kann, ne, und meine Selbstwirksamkeit dadurch ja auch zurückerlange. Und wir haben ja auch gesagt, das ist ja auch im Grunde dieses Thema, also es gibt ja die Schlüsselunterscheidung in der GfK, Macht mit statt Macht über. Da kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in so einer Patchwork-Konstellation, wenn ich versuche, da mit Druck und Zwang, also mit diesem Macht über und jetzt macht, also ne, jetzt zieht endlich mal mit und oder auch so dieses Spielchen, wenn dann, also wenn der andere sich nicht ändert, dann mache ich auch nichts. Wenn sich mein Ex-Partner nicht an die Verabredungen hält, dann brauche ich mich auch nicht dran zu halten. Und dann wird die Spirale, dreht sich dann ja immer weiter. Und dann landet der Karren ja eigentlich immer mehr im Dreck. Statt irgendwie zu sagen, macht mit, indem ich irgendwie sage, okay, ich selber fange an, bei mir mit der Veränderung, ich selber fange an, mich an diese Verabredungen zu halten, ich tue, was in meinem Möglichen steht und gucke, ob die anderen vielleicht mitziehen. Total. Und das ist ja auch dieses Kompetenzgerangel, ne? Weil Macht über hat halt immer so ein Gefälle drin. Also entweder ich stehe oben und sage, hier, du, oder auch andersrum, oder auch, hey, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, ne, das ist ja auch sowas, was ich auf dieses Rollengerangel und dieses Machtgefüge irgendwie bezieht, ne, und weil das alles überhaupt nicht funktioniert und gar nicht hilfreich ist und auch echt anstrengend ist, bin ich ja auch für Patchwork auf Augenhöhe, und das, finde ich, drückt genau das aus, nämlich dieses Augenhöhe, also Macht miteinander so auf einer Ebene. Ja, und das heißt jetzt nicht hier, dass die Kinder jetzt irgendwie die gleichen Pflichten und sowas alles haben, sondern das heißt einfach nur, dass alle gesehen werden in dem Gefüge. Und das geht halt nicht, wenn ich immer aus so einer Position von oben runter gucke oder auch von unten rauf gucken muss. Ne? Da ist halt einfach das überhaupt nicht gegeben. Und das finde ich halt so wichtig. Und das ist ja in Eltern-Kind-Beziehungen letztendlich auch, ne? Diese Gleichwürdigkeit, diese Augenhöhe, die, um die es da geht. Ja. Und das ist halt einfach mit noch mehr Mitspielern sozusagen. Ja. Und da, finde ich, kann man auch wieder schön so die Schleife ziehen zu diesem Hamsterrad, was du da aufgemalt hast, weil je nachdem, wo, an welcher Stelle ich da im Hamsterrad stecke, gucke ich ja eben entweder von unten zu dem anderen hoch, weil ich mir selber die Schuld gebe oder weil ich sage, ich muss mich mehr anstrengen, ich habe da was falsch. Kannst du ja mal kurz hochhalten aus meinem Buch, das nehme ich hier vorne drinne. Und für die, die das noch nicht kennen, halte ich das mal kurz in die Kamera, ja? Ja. Ja, also das ist genau das, was du so beschrieben hast. Genau, aber es... Ja. Ja. Genau, also so dieses, eigentlich wollen wir alle Wertschätzung, und da steckt ja genau auch sowas drin, ne? Augenhöhe, gesehen werden mit dem, was uns wichtig ist, unsere Bedürfnisse und so. Und ganz oft werden die dann enttäuscht, weil wir die aber auch gar nicht so ausdrücken können, dass der andere die gut hören kann, sondern weil wir halt ständig in Schuldzuweisungen sprechen, und
wenn der andere einen Vorwurf hört, geht halt bei dem der Rollladen runter, ne? So. Also werden wir wiederum enttäuscht. Und dann kommt so dieses, naja gut, dann ziehe ich mich jetzt halt zurück. Ja, dann mache ich halt gar nichts mehr. So, was du auch beschrieben hast, so dieses, hä, dann mache ich auch nichts. Wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht mehr. Ja? Und dann stellen wir aber fest, hä, das fühlt sich gar nicht stimmig an. Weil wir ja eigentlich dazugehören wollen. Und wir Menschen alle wollen ja in Verbindung gehen. Und klar ist Selbstfürsorge auch wichtig, aber eben halt Fürsorge und nicht immer gegen, also nicht abgrenzen und weg von, sondern halt hin zu mir selber, aber halt trotzdem in Verbindung zu bleiben. So. Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann lande ich nämlich bei den Selbstzweifeln, oh Gott, ich kriege das alles nicht hin, das ist wieder Schuld an mich selber. Und dann denke ich, ja, naja, ich muss mich mehr anstrengen und wenn ich mich mehr anstrenge, dann klappt es bestimmt und dann lande ich halt schon wieder in der nächsten Runde, ja. Und das kann ich halt jahrelang machen einfach. Mhm. Genau. Ja, und weil wir das natürlich nicht wollen, habe ich natürlich auch einen Lösungsvater raus aus der Post. Nee, ja klar. Also das ist ja auch das auch deine Arbeit, ne? Bedürfnisse, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen und mal dahinter zu kommen. Warum sind mir denn Dinge wichtig? Was will ich denn eigentlich damit erreichen? Das ist ja das der erste Schritt, ne? Diese Selbstermächtigung. Da geht es ja auch erstmal um eine Selbsterkenntnis. Mhm. Klar. Ja. Und ja, also erstmal sich klar werden, was möchte ich überhaupt, welche Rolle möchte ich in diesem ganzen Gefüge spielen. Das ist sicherlich auch ja in der Eltern-Kind-Konstellation, finde ich das auch unglaublich wichtig. Mhm. Ich nehme ja immer ganz gerne als Beispiel, wenn mein Kind mich fragt, darf ich mal von deinem Bier trinken, dann ist meine Antwort ganz klar nein. Und dann ist für das Kind auch völlig klar, okay, da, ne, dann bin ich da auch so authentisch in dem Moment, dass mein Kind diese Grenze da ganz selbstverständlich akzeptieren wird, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Irgendwann dann in der Pubertät vielleicht nicht mehr. Aber dann werde ich vielleicht auch selber unsicherer da drin, weil ich dann denke, naja, ab wann darf ich es denn erlauben und wie sieht es denn aus? Und bei anderen Dingen, wo ich dann selber noch so schwanke und noch nicht mehr so sicher bin, wo ist denn jetzt mein Platz und was ist denn jetzt meine Intention, um was geht es mir denn eigentlich wirklich? Und dann kommen wir ja auch ganz schnell in diese Formulierungen rein, wie, ja, aber man sollte das nicht und das ist doch nicht gut und eigentlich weiß doch jeder das oder so. Ne? Und dann, das ist ja dieses Tor, was dann im Grunde, dieses Einfallsloch, was dann Kinder ja auch sofort spüren und nutzen und sagen so, okay, Mama, wenn du da jetzt nicht klar bist, dann hinterfrage ich das so lange, bis du da irgendwie klar bist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder analog auch zu so einer Patchwork-Geschichte sehr gut passt. Also wenn ich da meine Rolle als jetzt, du beschreibst ja so die Stiefmutter in erster Linie, wenn ich die für mich noch nicht klar definiert habe und noch nicht so genau weiß, wo bin ich denn da in diesem Gefüge, dass es dann natürlich auch total schwierig wird, damit ja, also auch die Bedürfnisse der anderen mir überhaupt anhören zu können, weil ich noch so sehr mit mir selbst auch beschäftigt bin. Total. Und wir haben es ja auch am Anfang gesagt, ne, wenn der eigene Empathietopf leer ist, dann habe ich nichts, aus dem ich geben kann. Ja? Deswegen kommt das, was wir ja eigentlich als ich sag lieber Bonusmamas oder halt Stiefmütter, immer hören, so dieses, naja, es ist ja nur ein Kind, du musst da Verständnis haben und so, ist bestimmt nicht falsch, aber erstens nicht ausschließlich richtig, ja, und auch nicht ganz am Anfang, weil, was du gesagt hast, ne, ich brauche erstmal so eine eigene innere Sicherheit, um zu wissen, wie will ich das, was ist mir wichtig, was brauche ich, auch zum Beispiel in Erziehungsfragen, gerade wenn ich noch keine eigenen Kinder habe und dann plötzlich da ein 8-jähriges oder 12-jähriges oder wie auch immer alt Kind vor die Nase gesetzt bekomme, dann muss ich mich da ja auch erstmal selber drüber klar werden, wie will ich denn mit so einem Kind umgehen, was ist mir denn wichtig? Und ein Gedanken noch zu diesem Thema mit dem vom Bier trinken, ne? Das ist ja auch ein total spannendes Thema im Zusammenhang mit Macht, weil natürlich, und das ist auch immer so ein Argument, was dann kommt, ja, aber ich lasse doch auch mein Kind nicht auf die Straße laufen, weil wir alle auf Augenhöhe sind und es da gerade Lust zu hat. Nee, natürlich nicht. Ne? Weil diese schützende Anwendung von Macht ist natürlich total wichtig und gleichzeitig brauche ich die gar nicht so oft, wie ich denke, dass ich sie brauche. Ja? Und
dann ist es auch nicht so anstrengend, ne? Weil wir nicht ständig in diesem Kompetenzgerangel sind, sondern weil wir grundsätzlich ein Miteinander auf Augenhöhe haben. Und wenn wir in Beziehung sind, dann funktioniert halt auch die Erziehung dann ein Stück weit besser, ne? So dieses Connection before Correction halt einfach. Ja. Und darum geht es halt, dass wir überhaupt erstmal schaffen, in eine Verbindung zu gehen und auf der Basis dann alles ansprechen können, was mir halt einfach wichtig ist. Und es braucht halt einen Moment. Und ganz oft ist uns das ja am Anfang gar nicht bewusst. Man geht ja in so eine Beziehung rein oder auch wenn man Eltern wird und denkt man, ach, irgendwie geht das schon. Ja? Kriege ich schon irgendwie hin? Ich kann ja auch ganz gut mit Kindern und so, das passt schon. Ja. Und dann stelle ich ja erst später fest, wo das überall schwierig ist oder dass es einfach schwieriger ist, als ich gedacht habe. Also, dass Patchwork auch einfach schwieriger ist, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist okay, völlig egal, wann dieser Punkt ist. Du hast halt immer die Möglichkeit, auch nochmal zurückzugehen und die Dinge, die du einfach brauchst, um einen guten Umgang auf Augenhöhe hinzukriegen, noch nachzuarbeiten, sage ich mal. Ja? Also das sagst du ja bestimmt auch. Ja? Es ist ja nicht so, oh, jetzt ist mein Kind schon 3 und ich habe 3 Jahre nichts von gewaltfreier Kommunikation gehört. Ja. Mist, jetzt ist der Zug abgefahren. Nee, egal, wann der Punkt ist, ich kann immer den Anfang machen und es beginnen anders zu machen und dann hat es immer eine Auswirkung und das finde ich so schön einfach. Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, was du gerade gesagt hast, dieses, wenn ich einfach irgendwo an irgendeiner Stelle anfange, dann, das ist ja dieses berühmte Zahnrad im Gefüge, ne? Wenn das anders läuft, dann läuft ja das ganze Uhrwerk anders auf einmal, beziehungsweise wahrscheinlich erstmal unrunder. Das ist ja durchaus auch ein Erlebnis, was Eltern haben, wenn sie anfangen, die GfK in ihre Familien zu bringen. Dann ist es ja auch nicht unbedingt so, dass die Konflikte weniger werden, sondern es ja manchmal erst richtig rumpelt. Das sage ich tatsächlich auch allen so offen, die da irgendwie mit der GfK beginnen wollen, dass es da durchaus Risiken und Nebenwirkungen gibt. Aber es setzt halt was in Gang und es setzt was in Bewegung. Und wenn ich was anders mache als vorher, dann bekomme ich natürlich irgendwann auch andere Ergebnisse. Und total. Ja, und dann bewegen sich ja auch die anderen auf einmal mit. Ne? Genau. Ja. Ist lustig, wie du das beschreibst. Ich finde so ein Erstverschlimmerungseffekt oder so gerade ganz cool. Und ja. das Bild von einem Zahnrad kann ich ein Stück verstehen. Gleichzeitig denkst du, naja, wenn in so einem Uhrwerk ein Zahnrad anders geht, ist halt irgendwie die Uhr kaputt. Deswegen mag ich zum Beispiel total gerne das Bild von so einem Mobile. Mhm. Und auch da, ne, wenn ein Ding sich irgendwie anders bewegt oder einen anderen Schwung kriegt, dann hat das erstmal Auswirkungen auf das ganze System. Ja. Und gleichzeitig bleibt es an sich aber irgendwie in Balance oder balanciert sich wieder aus einfach. Ja, das ist schön. Ja. Genau. Ja, das ist irgendwie stimmiger, ne? Da geht nichts kaputt, sondern das wackelt zwar vielleicht auch ein bisschen und es ist viel Bewegung drin, nur trotzdem tariert es sich irgendwann wieder aus. Ja. Total. Und es braucht halt Zeit. Ja. Also deswegen ist zum Beispiel auch mein Kurs, der ja im Oktober startet, 5 Monate. Also einfach, weil, wenn ich das gerade nochmal aufklappe, dieser Lösungspfad hat ja 5 Schritte und wir nehmen uns einfach echt in Ruhe Zeit, ne, da reinzugehen und dann mal anzufangen mit halt Selbstermächtigung, also zu erkennen, was mir eigentlich wichtig ist. Ja, und das dauert halt einen Moment. Und es ist auch total schön, wenn man das einfach mal in der Gruppe auch erlebt oder vielleicht auch zusammen mit seinem Partner den Kurs macht und dann darüber miteinander reden kann und sich so gemeinsam entwickelt. Ja, und dann geht das halt so Schritt für Schritt durch, bis wir dann am Ende hier so alle miteinander auf Augenhöhe umgehen können, gemeinsame Lösungen finden und einfach auch so Tools so richtig in unserem Alltag schon integriert haben und auch schon in die Umsetzung kommen. Weil das eine ist natürlich, es ist super, ein Buch zu lesen. Also ich empfehle dieses Buch natürlich auch sehr. Kann das auch sehr und gleichzeitig, genau, du hast es ja auch gelesen und drüber geschrieben. Ja? Und gleichzeitig reicht es halt manchmal nicht, die Dinge nur zu wissen, sondern es geht ja auch darum, ja, okay, aber wie kann ich es denn jetzt in der Situation oder mit dieser Person oder, ne, wenn ich so sehr getriggert bin, weil da ein eigenes Thema ist, wie kann ich es denn da umsetzen? Und da ist es einfach so mega hilfreich, sich eine Unterstützung zu holen und auch das gemeinsam zu machen mit jemandem. So. Ja, auf jeden Fall. Weil gerade in der Gruppe und dieses auch es einfach nochmal laut aussprechen, das bewirkt ja oft auch schon ganz viel. Ne? Das setzt ja auch diesen Prozess nochmal ganz anders in Gang, als wenn ich da
im stillen Kämmerlein sitze und mich da irgendwie zergrübel über Dinge. Genau. Aber ich wollte zum Buch was sagen. Und zwar Gerne. also ich habe ja so mit dem Thema Patchwork wenig Berührungspunkte. Also ich kenne zwar natürlich auch viele Patchwork-Familien, habe aber beim Lesen tatsächlich gedacht, so, wow, das ist im Grunde nochmal so ein kleiner Einführungskurs GFK. Also so habe ich es für mich gelesen und habe, weil es einfach für mich so alle Elemente der GFK, hast du da so reingepackt und das fand ich wirklich faszinierend und dann nochmal eben auf diese spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Also von daher, ich habe es auch nochmal sehr genossen zu lesen und habe gedacht, das ist eigentlich ein schöner Einführungskurs GFK auch im Grunde. Ja. Dankeschön. Also es darf natürlich jeder lesen. Also auch, ich habe auch die Rückmeldung bekommen, hey, auch als Mutter ohne Patchwork kenne ich das Hamsterrad total, ja. Klar. Und natürlich stimmt das. Also wir haben ja alle auch ähnliche Mechanismen, ne? Und dieser Wunsch nach Wertschätzung und dieses über Grenzen gehen und dann irgendwann merken, nee, will ich doch nicht und rausziehen. Und das kennen wir ja alle, ne? Und genau, da ist es auch einfach hilfreich. Und gleichzeitig ist es halt auch total schön, wirklich auch andere Familien oder Patchwork-Paare oder Bonusmamas zu haben, die in einer ähnlichen Situation stecken, weil tatsächlich auch so eine Beziehung zu einem nicht leiblichen Kind, das aber irgendwie Teil der Familie ist oder vielleicht auch noch nicht oder das zumindest zu meinem Partner gehört und so, das ist auch noch mal so herausfordernd, ne, auf so eine bestimmte Art. Und das ist, ja, ich hätte mir das total gewünscht damals vor 10, 12 Jahren. Genau, dann wäre es bestimmt viel, viel einfacher gewesen, genau, mit dem allen so zurechtzukommen. Aber ich bin total froh, dass ich dann irgendwann zumindest die GFK entdeckt habe. Und genau, die hat schon total viel bewirkt. Einfach so dieses Wissen über Bedürfnisse und womit wir angefangen haben, dieses in die Eigenverantwortung zu kommen und bei mir zu gucken, so an meinem Ende vom Seil, sage ich immer, ne? Ja. Zu gucken, was kann ich da machen? Und ja, das finde ich einfach so, so wertvoll, das auch weiterzugeben. Das machst du ja auch, Birte, total schön. Ja, genau. Also, weil im Grunde sind ja wirklich viele Parallelen. Auch so dieses Thema oder die Frage, die ich ja ganz oft gestellt bekomme, was, wenn mein Partner jetzt nicht oder meine Partnerin nicht mitzieht? Also ich möchte GFK mit meinen Kindern leben oder ich möchte bedürfnisorientiert leben und mein Partner zieht nicht mit. Und auch da sage ich immer, einfach mal anfangen und einfach mal machen und bei dir selber anfangen und deine Ohren ganz weit aufsperren, was für Bedürfnisse sind denn da vielleicht? Und ja, dadurch ist es dann irgendwann, also ich habe zumindest jetzt bei mir selbst in der Familie die Erfahrung gemacht, dass als ich aufgehört habe, da irgendwie missionarisch tätig zu sein, da hat sich das von alleine dann irgendwann gegeben. Und ich würde sagen, jetzt sind mittlerweile alle hier angekommen, mehr oder weniger. Also was heißt Wow. angekommen? Wir kommen ja nie an. Das ist ja ein sich zu bewegen auf ein Ideal, was wir irgendwie anstreben und Ja, und auch ein so gemeinsam unterwegs sein, oder? Weil es verändert sich ja auch ständig. Die Kinder werden älter, dann gibt es da wieder andere Mechanismen oder dann kommt vielleicht noch jemand dazu im System, dann gibt es nochmal ein Baby oder dann gibt es nochmal einen anderen neuen Partner bei vielleicht der Ex-Partnerin oder so. Ne? Da ist ja immer Bewegung drin und gleichzeitig ist es so wichtig, überhaupt unterwegs zu sein. Mir ist gerade dieses Zitat auch von Marshall eingefallen, dieses, was es wert ist, getan zu werden, ist auch wert, unvollkommen getan zu werden. Und darum geht es einfach. Einfach zu sagen, ich versuche es jetzt und so wie es jetzt ist, finde ich es nicht gut und ich will es anders haben und ich, ja, gehe einfach mal los und guck mal, wie das gut werden kann, so. Und auch so ein bisschen so dieses Vertrauen in den Prozess oder ja, Vertrauen in mich und in, ja, dass es gut werden kann, so. Ja. Wenn jetzt tatsächlich welche zuschauen, die sagen, ja, ich bin in einer Patchwork-Familie und ich erkenne mich da auch wieder in dem, was du da geschildert hast. Wie genau sieht denn dieser Weg aus, den man dann mit dir gehen kann oder den diejenige oder derjenige mit dir gehen kann? Du hattest ja gerade schon mal den Weg sozusagen gezeigt, ne? Also von der Selbstermächtigung bis hin dann zur Augenhöhe.
Was sind denn die Stationen dazwischen und wie sieht das konkret aus? Ja, also konkret, wie man jetzt losgehen kann am schnellsten, ist halt echt der Kurs. Also es ist so der Kurs zum Buch, der basiert auch darauf. Also die Struktur findet sich da drin auch wieder. Du kannst das Buch vorher gelesen haben, du kannst es während des Kurses lesen oder auch nicht. Also der Kurs funktioniert auch eigenständig. Es gibt dann dazu noch ein Workbook. Oh, da bin ich sehr stolz drauf. Das halte ich jetzt auch gerade mal hoch. Ja, zeig doch mal. Oh, schön gedruckt. Ja, also gibt es beides, ja. Und da gibt es dann halt ganz viele Übungen, wo du selber was ausfüllen kannst, zum Beispiel. Und wo du hier Bedürfnissonnen zeichnen kannst und all sowas kennst du ja auch. Und ich finde es halt einfach auch so bereichernd, dass man es in der Gruppe macht. Und du kannst es zusammen mit deinem Partner machen, wenn er möchte. Du kannst es aber auch alleine machen. Also auch, was du gerade beschrieben hast, Birte, dieses erstmal alleine anfangen und nicht darauf warten, bis der andere bereit ist, sondern da sind wir wieder bei dem Mobile, ne? Wenn du einfach mal losgehst und was anders machst und anders anfängst, mit deinem Partner zu sprechen, weil du plötzlich neue Begriffe hast oder neuen Zugang über deine Gefühle zu sprechen oder so etwas, dann hat das ja auch einen Effekt, ne? Und wir fangen halt einfach im Oktober an und dann geht das bis Februar, also 5 Monate. Und am Anfang geht es um diese Selbstermächtigung, also zu erkennen, was dir wichtig ist. Da gucken wir auf Werte und Bedürfnisse. Und dann gehen wir weiter zu dem, wie kannst du es denn dann ausdrücken? Wie kannst du denn über Gefühle reden? Wie kannst du denn mit deinem Partner wirklich in Verbindung kommen, sodass der nicht davon genervt ist? So, ja. Und dann, wenn wir das richtig gut, ne, dann sind wir ja schon 2 Monate miteinander unterwegs, dann kommen wir in so eine Phase, das nenne ich Commitment, also wirklich nochmal zu sagen, okay, und jetzt will ich das. Und zwar nicht nur, mitgehangen, mitgefangen so, sondern aus so einer Entscheidung. Und ich will das und ich glaube dann, dass ich das hinkriege mit dem Patchwork und dass wir das hinkriegen und dass sich das lohnt so. Und dann, und auch erst dann, kommen wir in diesen Perspektivwechselteil. Also was geht denn in dem anderen vor? Was geht denn in meinem Bonuskind vor? Was hat denn das für innere Konflikte, ne? Und das machen wir bewusst so spät, weil es mir so wichtig ist, dass du erstmal mit dir eine gute Verbindung hast und mit dir irgendwie dein Tank gefüllt wird. So, weil das ist die Basis. Ja. Und dann kannst du dich um die anderen kümmern und dann kannst du dich auch um euch alle zusammen kümmern und gucken, wie es gemeinsam funktioniert. Genau, so ist sozusagen der Weg. Und genau, wir können ja den Kurs hier unten einfach verlinken. Genau, das mache ich auf jeden Fall. Noch ein paar Plätze sind noch frei. Wir fangen halt in, ich glaube, 3 Wochen oder so schon an, am 13. Oktober. Genau. Und wenn du vorher noch Fragen hast, schreib gern entweder hier drunter oder schreib mich auch gern per Nachricht an. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, also du jetzt an die Zuschauer gerichtet. Genau. Und dann freue ich mich total, wenn einfach noch weitere Eltern oder Bonuseltern dazukommen, die einfach wirklich das versuchen wollen, anders zu machen und so diese Offenheit für diese Bedürfnisorientierung und gewaltfreie Kommunikation und all das Augenhöhe mit allen und raus aus dem Schuld, ne? So haben wir ja angefangen, raus aus dem Schuld und hin zu so einer Eigenverantwortung, genau. Eine Frage habe ich da tatsächlich auch direkt noch zu, weil ich mir vorstellen könnte, dass sich die auch manche so stellen. Wie ist das denn? Also brauche ich jetzt irgendwie Vorkenntnisse in GFK oder so? Oder kann ich da auch völlig, völlig blank einsteigen, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einfach mal einen anderen Weg gehen als dieses Machtgezerre? Genau, total. Brauchst gar keine Vorkenntnisse. Also das Wichtige ist eigentlich so eine Offenheit, weil es wird dich ganz schön durchrütteln, so, ne? Weil was wir gesagt haben, dieses typische, wie wir gewohnt sind zu denken und der andere ist schuld und der muss und wenn der nicht, dann und wenn der sich so verhält, dann geht es mir schlecht. Das wird halt schon echt alles so mal auf den Prüfstand gestellt und da gibt es ganz schön viel neue Sichtweisen drauf und neue Blickwinkel und da braucht es einfach nur ein bisschen Mut oder Lust darauf, vielleicht so eine Abenteuerlust und einfach so eine Offenheit und das reicht aus. Und wir fangen ganz, ganz von vorne an und ja, ich freue mich schon voll, wenn es losgeht. Ja, das klingt auf jeden Fall nach Transformation auch, ne? Und ganz viel Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ja letztlich auch, ne? Auf jeden Fall. Patchwork ist sowieso die krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Genau. Aber Kinder kriegen ja auch. Genau, das würde ich auch sagen. Achso, Jan, eine Frage hatte ich noch. Du hattest auch gesagt, wenn man es mit einem Partner zusammen macht, wie ist es dann von der Kursgebühr her? Bleibt das Gleiche, genau.
Also die Kosten sind jetzt bei 125 € pro Monat und es gilt für eine Person oder für euch als Paar. Also, genau. Ja, Geht cool. beides und lohnt sich. Ja, ich habe mal versucht, hier in den Chat reinzuluken, aber da scheinen gerade keine Fragen zu sein oder ich sehe sie nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz technisch Alles lesen. gut. Wir gucken auch im Nachhinein nochmal Genau, rein wir und wenn gucken auf noch jeden was Fall ist. nachher noch rein. Marita beantwortet auf jeden Fall die Fragen und es geht nichts verloren. Also selbst wenn jetzt hier Fragen während des Lives kamen, die wir jetzt irgendwie nicht gesehen haben. Alles gut. Und ansonsten auf der Seite findest du auch nochmal alle Infos. Und da Ja. ist auch nochmal beschrieben, um was es genau geht. Und kannst du nochmal ganz in Ruhe durchlesen oder mit deinem Partner nochmal drauf gucken. Und dann Genau. freue ich mich, wenn wir uns sehen im Kurs. Ja. Dann ja, drücke ich dir die Daumen, dass noch viele an Bord gehen und ihr dann, wie viele sind es maximal, wenn ihr, wenn alle Teilnehmerinnen und Ja, so Teilnehmer? 20. Okay, also schon noch überschaubare Gruppe. Weil es Ja. ja auch vom Austausch lebt, ne, wie du gesagt hast. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier auf Facebook. Genau, dann schönen Start ins Wochenende. Genau. Danke allen, die live dabei waren und ja, die anderen, die jetzt die Aufzeichnung gucken, können natürlich, wie gesagt, auch noch alle ihre Fragen Super. loswerden. Sehr gerne. Danke dir, Birte. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So. Du nimmst noch auf. Ich nehme noch auf, aber ich glaube, es Aber ist auf Facebook sind wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, nicht da mehr hast du live. gestoppt. Alles gut. Das habe ich zumindest versucht. Ja, Okay, dann super. kann ich jetzt auch die Aufzeichnung stoppen. Nee, nicht abbrechen, stoppen, ne? Genau. Der, genau.